Christoph hat gerade sein Fahrrad repariert. Noch ein bisschen putzen und fertig. Oh weia, Christoph, da hast du dich ja ordentlich mit Kettenfett beschmiert. Naja, schnell Pulli ausziehen und ab unter den Wasserhahn. Wassermarsch und ordentlich schrubben. Und? Wie sieht's aus? Besser? Nee. Vielleicht solltest du mal Seife nehmen. Ordentlich einschmieren. Und jetzt nochmal kräftig rubbeln. Okay. Ausspülen? Naja, vielleicht nicht ganz so heftig, Christoph. So, zeig mal her. Hey, gut. Da sieht man ja nichts mehr. Aber warum? Was kann denn die Seife, was das Wasser alleine nicht kann? Das will der Christoph jetzt mal rausfinden. Er geht in eine Seifenfabrik. Das ist Herr Hennen. Und der kann Christoph zeigen, was Seife alles kann. Dazu füllt er erstmal zwei Gläser mit Wasser. Und zwar nicht nur bis zum Rand, sondern sogar bis darüber hinaus. Dass das funktioniert und nicht überläuft, das liegt an der sogenannten Oberflächenspannung. Hier kann man das nochmal ganz gut sehen. Die Wasseroberfläche geht bis über den Rand des Glases hinaus. Seife zerstört diese Oberflächenspannung. Ein paar Tropfen genügen und das Wasser läuft über. Hier kann man es sehen. Alles übergelaufen. Tja, aber was hat das jetzt mit Christophs Pullover zu tun? Ganz einfach. Sogar eine Wollfaser bleibt durch die Oberflächenspannung auf dem Wasser liegen. Sie schwimmt. Das Wasser kommt gar nicht richtig an die Wolle ran. Wenn Christoph jetzt aber ein Stück Wolle auf das Seifenwasser legt, dann geht die Wolle unter. Im Seifenwasser fehlt ja auch die Oberflächenspannung. Hier sieht man es nochmal. Rechts schwimmt die Wolle auf dem reinen Wasser und links versinkt sie im Seifenwasser. Das Wasser kommt dank der Seife also überall an die Wolle ran. Und das ist beim Waschen ja schon mal sehr wichtig. Also soweit hat Christoph das alles verstanden. Aber das ist noch nicht alles, was Seife kann. Herr Hennen schüttet jetzt mal etwas Öl ins Wasser. In Christophs Kettenschmiere war ja auch Öl drin. Das vermischt sich nicht mit dem Wasser. Die braunen Ölbläschen schwimmen alle oben. Auch dann noch, wenn Herr Hennen ordentlich umrührt. Selbst nach dem Umrühren verbinden sich Öl und Wasser nicht, sondern trennen sich wieder. Das Öl ist oben und das Wasser ist unten. Aber jetzt kommt die Seife dazu. So, nochmal umrühren. Und dann verbindet sich auf einmal Öl mit Wasser. Aber wie macht die Seife das? Was passiert da drin? Weil man das in echt nicht so gut sehen kann, zeigt Herr Hennen das an einem Modell. Also, diese blauen Klötzchen da, die sind Wasser. Die braune Watte ist unser Ölfleck. Und die Seife, das ist dieses rosafarbene Klettband. Wenn man nur mit dem Wasser, also einem blauen Klotz, über den Fleck, also die Watte geht, dann passiert nichts. Das Öl bleibt nicht am Wasser kleben. Nee, auch bei Christoph nicht. Jetzt kommt die Seife dazu. Die ist wie unser rosa Klettband. Denn auch Seife hat zwei Seiten. Eine davon haftet sehr gut am Wasser. So wie die Klebeseite vom Klettband. Da, ganz fest mit dem Wasser verbunden. Und die andere Seite? An der bleibt ein Teil des Flecks hängen, wenn der Herr Hennen mit dem Seifenwasserklötzchen dran vorbeigeht. So ist es also. Das Öl verbindet sich mit dem Wasser, wenn Seife dabei ist. Tja, und wenn man dann ganz viel Seifenwasser hat, dann bleibt da immer wieder ein Stück von dem öligen Schmutzfleck dran hängen. Das kann Christoph jetzt immer und immer wieder machen. So lange,
bis der ganze Fleck am Wasser hängt. Und dann kann man ihn mit dem Wasser zusammen einfach wegspülen. Also, Seife zerstört die Oberflächenspannung. Dadurch kommt das Wasser überall dran. Und Seife hilft, dass sich Öl und Wasser verbinden und so gemeinsam weggewaschen werden können. Denn Wasser alleine verbindet sich nicht mit Öl. Aber Wasser mit Seife kann den Ölfleck nach und nach auflösen. Okay, jetzt hat Christoph alles verstanden. So funktioniert das also mit der Seife. Jetzt kann er ja wieder zu seinem Fahrrad. Also, vielen Dank, Herr Hinn. So, jetzt kann's losgehen mit der Radtour. Nur noch schnell das Fahrrad umdrehen. Okay, und... Ah, Christoph, Vorsicht, oh nein. Jetzt guck dich an. Jetzt kannst du mit dem Waschen gerade wieder von vorne anfangen. Aber jetzt weißt du ja, wie es geht, oder? Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.